das Liebe meines Lebens, ne? Also mein Klausi. So dieser Tag, wo wir uns verliebt hatten, war der beste Tag meines Lebens. Und da habe ich nur gedacht, irgendwann bist du denn wahnsinnig? Was haben wir denn jetzt? Ich habe schon ein Foto. Und jetzt musst du bitte über alle Backen strahlen. Naja, das ist Liebe meines Lebens, ne? Also mein Klausi. Also ich muss wirklich sagen, also dieser Tag, wo wir uns verliebt hatten, war der beste Tag meines Lebens, also das, die Entscheidung. Ja, ja. Aber gibt es einen direkten Tag, wo du sagen kannst, ich weiß noch, wie ich mich in diesen Mann verliebt habe? Und vor allem, wenn ja, warum? Irgendwas muss er ja gemacht haben, wo du gesagt hast, boah, ist der toll. Ja, es ist natürlich, weil wir kannten uns auch so lange. Mhm. Und da das eine Freundschaft da war, also zwischen vielen Menschen, also wir hatten ja so einen Klick, mhm, und also wir waren ja mit anderen, ne? Also wir waren ja also nicht frei. Also ja, aber deswegen sage ich, ihr habt euch ja ein paar Jahre getrennt und irgendwann muss ja mal der Zeitpunkt kommen. Ja, dann waren wir beide frei und ich habe ihn angerufen, ohne das zu wissen, und habe gesagt, ach, übrigens, ich bin in Berlin, und ich habe gedacht, er lebte noch in Berlin. Mhm. Und also, ich habe ja Fernsehen, also wir können uns zum Essen treffen, wenn ich komme. Oh ja, das ist schön. Ja, zufällig bin ich auch in Berlin und außerdem bin ich solo, habe ich gedacht, ach, dann kommt er alleine. Ach so. Aber das war nicht, der war ja auch dann getrennt, okay, auseinander mit seiner Freundin. Schön, dass er das gleich auf die Nase gebunden hat. Ich bin übrigens solo. Ja, und dann haben wir gemerkt, also in kürzerer Zeit, dass es kribbelte zwischen uns. Aber es war ja so zwei Schritte vorne und dann drei zurück. Von deiner Seite? Von meiner auf jeden Fall. Und da habe ich nur gedacht, irgendwann bist du denn wahnsinnig? Warum sperrst du dann dein Glück? Oh. Also, eigentlich, also jetzt treffen wir uns und mein Herz singt. Und ich singe so auf dem Weg dahin und habe gedacht, du bist ja wirklich blöd. So, und dann habe ich dann nicht mehr auf der Bremse da. Auf der Autofahrt, das finde ich aber auch romantisch. Wie schön. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben.